möchte ich euch zeigen, wie sie gemacht werden. Für diese Engelchen, sind jetzt etwas größer, brauchen wir, also dieses Haupt möchte ich diesmal in dieses hellblau machen, die Flügel natürlich in weiß, der Kopf in dieses hellcremefarben. Dann brauchen wir etwas Watte für Bastelwatte für den Kopf. Ja, und das wäre es schon. Okay, natürlich, meine Anleitung. Die vergesse ich doch jedes Mal. So, okay, dann fangen wir mit dem Körper an. Das wäre ein Fadenring. 10 feste Maschen. Müssen wir denn? Fünf. 9, 10. Jetzt ziehen wir das hier zusammen. Und damit ich nachher weiß, noch wo Anfang und Ende ist, tue ich einen Kontrastfaden jetzt mir hier reinlegen, den ich dann immer hin und her umklappe, damit ich immer weiß, wo der Anfang ist oder das Ende. Und jetzt kommt jede feste Masche 2 Stücke rein. 1, 2, nächste 1, 2 und so weiter. Seht ihr, und dann mache ich bei der nächsten Reihe hier den Faden rum. Später kann ich ihn rausziehen. So, hier unten nochmal fest zuziehen. Dann die nächsten, jede zweite 2, jede dritte 2, vierte 2. Und dann mache ich ein Zickzackmuster. Jetzt mache ich erstmal dieses Teil. Jetzt habe ich das bis zur fünften Reihe fertig. Jetzt kommt ja dieses Zickzackmuster. Also, wir machen 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Gehe in Kettemasche in die letzte Luftmasche. Hier eine Kettemasche. Dann eine feste Masche, aber wir überschlagen ein Stäbchen. Das nächste, eine feste. Und so wiederholen wir das. 1, 2, 3 Luftmasche, in die letzte die Kettemasche. Eine überschlagen, die nächste. 1, 2, 3. So machen wir das jetzt rundherum. Dadurch haben wir denn das schöne Zickzackmuster. Okay, das mache ich gleich. Dann habe ich jetzt schon am Kopf angefangen, den Beige, weil das ist oben eigentlich dasselbe wie der Körper. Also Fadenring, 6 feste Maschen, dann jede zweite 2, zweite 2, dritte 2. Dann 3 Reihen bleiben. So legen den Gedächtnisfaden nach vorne. Jetzt kommt jede dritte und vierte zusammen. Also 1, 2, dritte holen, vierte holen und dann zusammenziehen. Dann haben wir abgenommen. Also wieder 1, 2, dritte und vierte zusammenziehen. Und so machen wir es rundum und die nächste Reihe, zweite, dritte, erste, zweite und mit Watte füllen. Okay, und dann kommen die Flügel dran. Jetzt machen wir das erstmal fertig. Jetzt habe ich das Runde fertig. Dieses Zickzackmuster und den letzten Faden was länger lassen, weil ich muss das ja nachher hier ein Stück zunähen. Dann habe ich den Kopf fertig, auch was länger lassen, weil der muss ja hier dran genäht werden. Was ich jetzt hier noch tue, hier oben in die Spitze steche ich ein und mache mir hier so einen Faden doppelt. Hol mir den Faden, ziehe den durch. Und je nachdem, wie lang ich den jetzt haben will, mache ich hier oben einen Knoten drin. Für zum Aufhängen, wofür ich ihn brauche. Wenn man jetzt für einen Kranz oder so weiter, dann braucht man jetzt hier das nicht zu machen. So, dann habe ich das auch fertig. Jetzt käme der Flügel dran. Da ist Fadenring, 8 feste Maschen, also der Fadenring, Faden holen
und 8 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Und eigentlich ziehen wir jetzt ja das richtig fest zu. Seht ihr hier so fest zu? Aber jetzt machen wir das nicht. Wir ziehen es etwas, so dass das wie so ein Halbkreis ist. Seht ihr hier wie so ein Halbkreis? Und jetzt wird nämlich hier immer halb nur gehäkelt. Da wären jetzt in jede feste Maschen 2 Stäbchen. Ein Stäbchen machen wir ja immer am Anfang mit 2 Luftmaschen und da dann rein Stäbchen, dann sind es 2. Hier an die nächste 2 Stäbchen und so weiter bis hier, dann zurück in jedes zweite 2 Stäbchen, dann 24 und dann kommt dieses Zickzackmuster, was ich hier gehabt habe, kommt jetzt hier rum. Okay, das mache ich jetzt und dann wird das zusammengenäht. Und zwar hier nähen wir dieses hier etwas zusammen, hier Zacke an Zacke, aber nur, seht ihr hier, ein kleines Stück. Dann kommt der Kopf, den nähen wir jetzt hier oben rein. Also ihr könnt das auch kleben, aber für kleben bin ich ja nicht so, ich nähe lieber. Ich klebe auch, aber ganz selten. Dann kommen diese Flügel, die nehmen wir jetzt hier hinten dran. Da müsst ihr gucken, dass ihr vielleicht hier dieses nicht zusammennähen, dann kommt das ja nicht richtig zur Geltung, die Flügel. Man muss sie auf die andere Seite sehen. Hier die zweite Reihe, dass wir die hier als Trennung nehmen. Nähen das hier drauf. Okay, jetzt mache ich die andere Flügel noch und nähe zusammen. Jetzt habe ich alles schon dran genäht. Hier. Und jetzt hier noch einmal die Anleitung. Also das wäre der Körper. Das war dieses, was ich hier bunt gemacht hatte. Dann war der Kopf. Und der Flügel. Und den müsst ihr zweimal machen. So, tut den Computer auf Vollbild und auf groß. Dann könnt ihr das abschreiben. Ist eigentlich ganz schnell, ganz einfach gemacht und sieht doch wirklich schön aus, meine Engelchen. Für vieles zu verwenden. So, und wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und über jedes Abo werden wir uns freuen. Bis zum nächsten Mal.